So, hallo meine Lieben, jetzt bin ich mal wieder da. Lang, lang ist her. Tut mir auch echt leid. Aber ja, was soll ich sagen? Man muss auch irgendwie Lust darauf haben, ja? Ich habe schon öfters mal Videos gedreht oder angefangen zu drehen und dann ist nichts dabei rausgekommen. Und ja, das ist dann auch nur ärgerlich und deswegen habe ich mein Päuschen eingelegt. Aber ich hoffe, dass ich jetzt wieder mehr mache auf dem YouTube-Kanal, weil ich bin ja auch sehr aktiv auf Instagram. Das habe ich euch aber beim letzten Video, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und ja, manchmal gucke ich mir auch andere Videos an von anderen YouTubern. Unter anderem auch von der Nails Coffee and Tea. Vielleicht seid ihr da auch schon Abonnent. Das ist immer ganz lustig und gechillt bei ihr. Und bei ihrem vorletzten Video, da ging es, glaube ich, um Allergikergel. Und da hat sie ein Video gedreht und da habe ich auch was drunter gepostet. Und da hat sie mir geantwortet und mich gefragt, ja, warum ich dann gar keine Videos mehr mache. Ja, dann habe ich ihr natürlich genau das Gleiche erzählt wie euch jetzt auch. Und ja, und dann habe ich sie gefragt, weil ich keine Lust hatte, das jetzt alles zu schreiben, weil ich weiß nicht, ihr wisst ja vielleicht, dass ich schreibfaul bin. Und ob sie mit mich denn nicht anrufen möchte. Ja, und dann haben wir gestern miteinander telefoniert. Also gestern war, ich glaube, das Video werde ich erst morgen hochladen. Dann war gestern Donnerstag. Genau. Donnerstag, ja. Und ja, ich glaube, ich habe mit der 40 Minuten telefoniert oder so. War ganz nett. Und ja, sie hat mir halt dann den Ansporn gegeben, ich soll doch jetzt mal wieder ein Video drehen. Und ja, und dann habe ich gedacht, was drehst du denn jetzt? Was drehst du denn jetzt? Und dann ist mir was soll ich sagen, ja, mir ist dann was eingefallen, was ich als allererstes posten möchte. Und zwar posten, drehen möchte. Und zwar dieses neue Glue-Gel von der Lini, von Lini Nail Shop. Genau, das ist ein Gel, wo man Clicketips mit anmachen kann und das habe ich auch gemacht. Aber da braucht man halt auch ein bisschen Gefühl dafür, ja. Ach, das ist das Neue schon. Ein bisschen Gefühl dafür, weil es ist manchmal nicht so einfach. Wo habe ich denn jetzt die Kugel hingemacht? Da unten ist er. Genau. Das mache ich jetzt mal weg. Es ist viel einfacher als mit Gel, ja, das muss ich zugeben. Aber man muss halt auch genau wissen, wie viel man aus diesem Töpfchen nimmt. Und ich habe natürlich auch, warte mal, ich mache euch mal ein bisschen dunkler, das ist sehr belichtet. Aber dann wackelt es wieder. Mal ein bisschen weiter weg. Wie soll ich sagen, genau, wenn ihr nämlich zu viel nimmt, dann quillt es zwar auch hier an den Seiten raus, ja, das kannst du auch problemlos wegmachen, das ist kein Problem hier mit so einem, ja, mit sowas hier, ja, einfach dann hier so ringsherum gehen und dann ist es weg. Bloß mein Fehler war, dass ich auch hier unten was hingekriegt habe, ja, und das ist halt wie Gummi. Da. Ich weiß nicht, mit dem Licht, das ist echt. Ja, so ist, glaube ich, besser. Das ist wie Gummi, ja. Hier habe ich nämlich auch was an der Seite. Moment, wo ist denn meine Feile? Wenn man das hier, das Stückchen hier wegmachen möchte, das geht gar nicht, weil das ist wie. Ja, wie Gummi halt einfach. Ja. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich hatte die jetzt drauf gehabt über
anderthalb Monate, beziehungsweise nach einem Monat habe ich hier hinten die Kante weggemacht. Da muss man auch darauf achten, dass man wirklich den Tipp, den Klicketipp ganz fest daran drückt, dass diese hohe Kante nicht entsteht und ziemlich weit nach hinten auch geht's, ja. Ich hatte dann eine Kante, die hat mich dann auch gestört an manchen Nägeln, und dann habe ich hier hinten alles abgefräst und habe einfach da, wo die Lücke war, einfach mit normalem Gel aufgefüllt. Ja, das geht auch. Man kann es dann auch mal überbrücken für 2 Monate, das geht, aber dann weiß ich nicht. Da muss man sowieso den ganzen aufbauen. Ich weiß auch nicht, wie das dann da ist. Hinten, das wächst dann alles raus. Puh, keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich das ganz interessant. Das Gel, ich habe es mir dann auch nochmal neu bestellt und habe es auch schon bei einer Kundin gemacht. Und da hat es natürlich besser funktioniert. Ist immer so bei Kunden oder bei jemand anders, als wie man es bei sich selber macht. Aber es ist schon ein Anfängergel, aber man muss halt wirklich darauf achten, wie viel Produkt man dann auf diesen Nagel gibt, um den Klicketipp zu befestigen. So, jetzt habe ich mir gedacht, da ich ja mir alle abgemacht habe, ja, wie ihr seht, habe ich alle weg, ja, und habe mir Tipps drauf gemacht, das erkläre ich euch nachher auch noch, wollte ich euch jetzt zeigen, wie ich das abmache. Bei der rechten Hand, also bei meiner schwachen Hand, habe ich natürlich auch einen Fehler gemacht. Ihr müsst schon, wenn ihr das mit diesem Remover entfernen wollt, ja, das geht auch problemlos, habe ich dann bei der linken Hand gemerkt. Ihr müsst aber den kompletten Tipp, also diesen Klicketipp, entfernen, weil sonst geht da, glaube ich, nichts, also zu mir zumindest nicht. Und deswegen habe ich bei der linken Hand jetzt wirklich alles runtergenommen gehabt und außer dieses Gummigel, weil das zieht sich dann auch so. Und da habe ich dann diesen Remover benutzt. Und da nehme ich euch jetzt mit und wir werden den jetzt zusammen entfernen. Ich nehme dafür immer so eine Schleifkappe, weil dann tut ihr eure guten Bits damit nicht kaputt machen. Ja. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen laut, also ich werde jetzt einfach das abschleifen und dann. Und wenn ihr dann merkt, das wird richtig so, ja, kein Staub mehr, sondern so richtige Fetzen, wie soll ich das erklären? Aber ihr seht es jetzt, das hier, ne? Gut aufpassen, dass ihr da nichts ins Auge kriegt. Lieber dann so eine Brille aufsetzen. Hoppala. So eine, ja. Und dann kann an und für sich da auch dann nichts reinfliegen. Die setze ich nämlich jetzt auch auf. Und dann einfach weitermachen, bis ihr dann da angekommen seid, wo ihr dann jetzt auch gleich den Bockel hier gesehen. Und hier seht ihr, das ist so gummiartig. Schauen wir meine Absaugung an. Sorry.
Das war jetzt der Stab, weil ich die Absage nicht angehabt habe. So, jetzt schaut das Ganze so aus. Ich habe alles erwischt, da ist noch was. So, jetzt habe ich mir hier schon ein Wattepad zurechtgelegt und habe ich auch noch Alufolie hier? Nö, ich hole schnell, weil ich habe schon zurechtgeschnippelt. Ach, hier ist sie. Hinter mir war sie. So. Und dann habe ich hier solche, die mache ich zusätzlich auch immer noch hin. Und dann tränke ich das hier sehr gut. So. Und setze es dann mit der Rundung hier hin. Nehme dann das hier und gehe dann einmal so rum und knicke das oben einfach ab und mache dann zusätzlich hier noch, ich hoffe, ich beim Bild dieses Teil darauf. Bei mir ist dann auch schon mal passiert, dann bleibt es irgendwo hängen und dann ist die Alufolie plötzlich weg. Und so kann dir das halt nicht passieren. So, ich habe das so circa zwischen 15 und 20 Minuten einwirken lassen. Das werde ich jetzt auch machen. Und dann komme ich wieder zurück. Und dann habe ich hier sowas. Das ist extra zum Abschaben. Aber ihr könnt auch sowas dann einfach nehmen. Den Pro-Pusher von der anderen Seite. Wenn er nicht zu scharfkantig natürlich ist, ne? Müsst es dann ganz vorsichtig ablösen, aber das geht relativ gut. So, dann bis gleich. So, die 15 Minuten sind um. Ich bin gespannt, ob das jetzt funktioniert hat, so gut wie vorhin. Wo habe ich denn jetzt das Ding hingeschmissen? Ja. So, schauen wir mal. Nee, ich glaube, da habe ich wieder nicht richtig. Aber seht ihr, wie gummimäßig das ist? Nicht alles abgemacht. Schade, schade. Also schon ein bisschen Knuffelarbeit. Das gummiartige Zeug da wegzumachen. Finde ich. Vielleicht stelle ich mich aber auch nur einfach zu blöd an. Ich tue dann immer so hin und her. Schaut, es ist wie Gummi da. Seht ihr das? So, bei einer Kundin würde ich es jederzeit wieder machen, weil ich weiß ja jetzt auch, wie viel Produkt ich aufnehmen muss. Aber mir selber glaube ich nicht, weil da ist es, weiß ich nicht, gerade an einer schwachen Hand, bei der ging es noch einigermaßen, aber so. Ich probiere mal ein bisschen zu feilen. Jetzt ein bisschen schneller. Aber hier ist immer noch was dran. Und da ich jetzt Tipps gerne aufkleben möchte, weiß ich nicht, ob das dann so gut ist, wenn das gummiartige Gel dann noch drunter ist.
Skripts ich den mir auch gleich mal. Ich konnte nicht einmal, egal mit einem Diamantfräser oder, ja, habe ich hauptsächlich genommen dann, wenn mir unten auch was reingeflossen ist, was ich natürlich nicht weggemacht habe. Das müsst ihr immer dann gleich wegmachen. Aber ich, der Papst, nicht gemacht. Ja, da konnte da das nicht einmal rausfräsen gescheit, weil das einfach zu gummimäßig ist. Na, dann den Rest muss ich echt feilen. Aber geht schon. So, dann habe ich bei der Mimi gesehen, dass sie ihre Tipps jetzt immer anklebt mit diesem, wie heißt der, Rubber Base, auch von Alini. Und da ich den da habe ich gedacht, probiere ich das auch mal gleich aus. Und auch einen guten Tipp, ihr habt bestimmt eine Lampe dann, wenn ihr arbeitet, entweder zu Hause oder wenn ihr euch das halt selber macht, dann müsst ihr den Tipp, egal bei Clicketip oder so, egal ob ihr das mit Gel macht oder mit diesem Glugel oder mit Acrylgel, je nachdem, muss ja einer festhalten, den Nagel, und dann die Lampe. Und das finde ich dann immer so nett, wenn ich so andere YouTube-Kanäle sehe, die bauen sich dann so eine kleine Pyramide auf mit ihren Lampen. Das habe ich auch probiert, aber das ist nichts, finde ich. Ich habe was viel Besseres, also für mich was Besseres. Und zwar, ihr kennt doch diese Lämpchen hier, gell? Diese UV-Dinger. Genau, und da habe ich noch eins, und zwar von Magnetic. Und da ist so eine Schlaufe noch mit dran. Und das habe ich mir einfach über meine Lampe gemacht. Mit einem Draht befestigt praktisch. Und dann baumelt die da so rum. Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel das mache, hier mein Tipp ankleben, wo habe ich den jetzt schon wieder, Sekunde, so ein Pro-Pusher, den habe ich doch erst noch gedacht. Da ist er, dann schalte ich die einfach an und dann baumel die da runter und dann kann ich problemlos, ohne irgendwo anzuecken, einfach den Nagel da drunter machen. Jetzt mache ich natürlich hier noch meine Nagelhaut. Ich hoffe, man erkennt das gut. Jetzt brauche ich meinen anderen Bit. So. Und dann mache ich hier mein unsichtbares Häutchen weg. Also Nagelhaut. Häutchen ist ja wieder was anderes. So, und den Rest schnibbel ich weg. Ich habe mich heute nicht einmal verletzt. Ich hoffe, das bleibt dabei. Weil jetzt mit dem Vorführeffekt ist ja meistens dann so. Also normalerweise dürft ihr so nicht schneiden, gell? Ihr müsst schon immer von hier und dann ziemlich so schräg, nicht so halten, sondern ein bisschen abgeschrägt, dass ihr nicht die gesunde Haut verletzt, ne? So. Dann nehme ich mir immer so ein Feuchttüchle.
Dann gehe ich da immer noch mal hier so entlang. So. Und alles immer schön vorsichtig und nicht mit zu viel Druck machen. So, der ist jetzt bereit. Jetzt mache ich hier mein Ding drauf. Dann nehme ich einfach, ich weiß gar nicht, also wie soll ich das jetzt sagen? Raw Base, ja. Kann man ja auch kurze Nägel damit auffüllen. Ja, das ist ja diese in Anführungszeichen No-File. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich kaufe die mir aber meistens, wenn sie in rosa ist, für einen einfachen Lack, also zum einfach Lackieren. Wisst ihr, was ich meine? Da mache ich einfach zwei dünne Schichten drauf und dann habe ich einen richtig, richtig, richtig schönen, leichten Rosé-Touch drauf. Das mag ich sehr gerne. Ich habe diesmal damit aufgefüllt, das ist so ein Rosaton, weil ich das auch mal ausprobieren wollte. Und genau, jetzt müssen wir aber erstmal noch ein Tippi aufkleben, gell? Hier habe ich meine, ich benutze sie sehr gerne, meine No-File-Tipps. So heißen die. Das hier schaut das gut aus, oder lieber doch eine andere Größe, mal gucken. Nein, ich glaube, der ist besser hier. So. Und wo ist mein, tja, da ist er. Hier meine Rubber Base von Leni. Und dann kommt das da so rauf. Rein, nicht zu viel nehmen. Ne? So wie ein Kleber halt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er im Bild war. So, und dann auch wie ein Tipp aufkleben. Ah, ich muss meine Lampe einschalten. Dann muss ich kurz aufstehen, weil die meine Stehlampe ist ein bisschen weiter weg, weil sonst gibt es so komisches Bild. So, ich setze den so auf und drücke ihn dann leicht nach unten. Gerade ist er auch. Und dann stehe ich ganz kurz auf und gehe mal unter meine Lampe. So, und das war es schon. So schaut der jetzt aus. Da ist auch ein bisschen zu viel. Also der ist jetzt schon fest, ja. Aber was mir aufgefallen ist, auch wenn ihr hinten da ein bisschen zu viel habt, könnt ihr das noch leicht entfernen. Seht ihr das? Da ist noch so ein Bubbel dran. Dann ist das nämlich nicht zu viel. Das passiert ja manchmal beim Kleber auch. So, und jetzt muss das einmal komplett aushärten. Für 60 Sekunden. Genau, dann wird der gekürzt. Dann feile ich den noch in Form. Es ist bald soweit. Ich hoffe, das Video wird nicht zu lang. Also, da soll ja noch Farbe raufkommen auf meine Nägelchen. Da drehe ich dann ein anderes Video dazu, weil sonst wird es zu lang. Ich bin jetzt selber froh, dass ich heute meine Nägel schnell geschafft habe. So, jetzt kürzen wir den. Schwupp. Jo. So schaut es aus. Dann mache ich hier mal die Ecken, weil die sind sehr, 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 sehr dünn.
dieser Tippis. Und normalerweise braucht man bei denen auch nicht den Übergang da zu machen, weil das, sie sind ja eh durchsichtig. Mal von vorne gucken. Dann mache ich mir hier immer noch diese Krümelchen, die mag ich ja überhaupt nicht. So, schön gerade. Dann abrunden. Und dann mache ich da noch den ganzen Tipp. Bräuchte man nicht bei diesen Tipps, aber ich mache es. Und dann auch nur auf den Tipp da verblenden, obwohl das nichts ausmacht, weil das sieht man nachher sowieso nicht mehr. So. Dann nehme ich Alkohol und eine Zillette. Da ist mein Töpfchen. So. Und jetzt kommt die erste Schicht bei der Rubber Base rauf. Darauf achten, dass ihr nichts an den Rändern bekommt und wenn sofort entfernen, weil es gibt Liftings. So, und der kommt jetzt in die Lampe. Geht der auch an. So. Jo. Das war das eine. Dann nehme ich mir hier schon ganz wenig raus. Dann habe ich hier einen Feinliner. Muss nur gucken, welche Seite. Ja, so einen kurzen Pinsel. Jo. Dauert noch ganz kurz. Und mein Stäbchen, falls was daneben geht, was ich nicht hoffe. Das stelle ich auch noch dahin. Dann kann ich da nämlich mein Däumchen drauf stützen. Reicht schon. Und jetzt mache ich da eine dünne sozusagen Fließschicht hin. Also wenn ich mit normalem Gel auffülle, also mit einem normalen Gel halt, nicht mit so einer Rubber Base, dann mache ich mir nie eine Fließschicht hin. Die bringt mir da irgendwie nichts. Aber da macht es Sinn, weil das fließt ja dann von selbst dahin, wo es hin soll. So, jetzt mache ich mir da so ein Poppelchen und nochmal eins. Seht ihr schon, wie das da fließt? Da bin ich ein bisschen nach da und nach da gegangen. Und bleib an und für sich nur in der Mitte, weil das fließt dann schon sowieso dahin, wo es hin soll. Da müsst ihr auch immer, wenn ihr so eine Rubber Base benutzt,
immer einzeln, jeden einzelnen Finger einzeln machen, weil das fließt einfach, ja. Da sieht sie schon, da fließt es auch. Am besten einmal kurz umdrehen. War ich jetzt ein bisschen zu langsam, müsste auch ein bisschen schneller sein. Je nachdem, es gibt auch Rubberbands, die ein bisschen dickflüssiger sind, ja. Schwupp, da haben wir es schon. Denn wenn es einmal fließt, dann fließt es andauernd. Jetzt nehme ich mir da von meinem, was ich mir zur Seite gelegt habe, ein bisschen was und tue hier hinten noch schön und an den Seiten. Da habe ich Fusseln und natürlich auch hier. Dann einfach wieder zur Mitte ziehen und dann noch mal umdrehen. Das Gel zieht sich auch sehr gut glatt, also ich habe nur meine Seiten gefeilt. Und am Nagelrand sozusagen. Und jetzt ziehe ich das da noch ein bisschen vor. So, und jetzt kommt es in die Lampe. Ich hoffe, das ist nicht zu überbelichtet, aber. So. Oh, das wird ein bisschen warm. So, meine Platte habe ich wieder sauber gemacht. Und jetzt muss das halt einmal komplett aushärten. Und wenn das ausgehärtet ist, hole ich euch gleich wieder zurück. So, der ist jetzt fertig. Naja, schauen wir mal, wenn ich es gefeilt habe. So. Pinsel gleich sauber machen. Falte ich den hier hinten. Und an den Seiten. Und hier an der Spitze gehe ich auch immer noch mal lang. Ich gucke mal von oben. Ja, das ist auch alles Lernsache, aber für kurze Nägel ist das super. Ich bin mal gespannt, wie das hält. Ja, ich habe das bei mir noch nie gemacht mit diesem Rubberbands auffüllen. So, jetzt poliere ich. Ich werde euch natürlich alles unten verlinken, auch den Kanal von der lieben Andrea. Genau. Und der nächste Schritt wird sein, dass ich Farbe drauf mache. Es wird sehr sommerlich. Ich habe auch schon eine Idee. Und ja. Und der ist jetzt fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
Und ich wollte mich nochmal bedanken bei euch, dass ihr nicht abgesprungen seid, dass ihr immer noch auf meinem Kanal seid. Es sind sogar noch welche dazugekommen. Ja, und dann schauen wir mal. Weil ich habe mir gedacht, bei Instagram tue ich ja jeden Tag ein Design machen und auch dann posten. Oder Nägel posten, je nachdem. Da kann ich euch aber leider nicht mitnehmen, weil ich ein mobiles Nagelstudio habe. Aber wenn ich meine Designs mache für Instagram und ich weiß schon im Vorfeld genau, was ich machen will, dann kann ich euch ja immer mitnehmen. Und dann habt ihr auch die Anleitung dazu. So, der ist jetzt fertig. So schaut er aus. Und ja, auf jeden Fall, ich werde das morgen, ist Samstag, werde ich es online stellen. Und dann, da ist noch ein bisschen Kehl, das werde ich mal schnell noch wegfräsen. Genau, da werde ich es online stellen. Ich weiß noch nicht wann, ob es mittags wird oder so. Da ist ein bisschen von dem Kehl da dran. Genau, und dann könnt ihr euch das ja anschauen, wenn ihr Zeit habt. Und das Design werde ich dann wahrscheinlich am Montag online stellen. Weil Wochenende ist Wochenende. So, so schaut er aus. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, der so lange ausgehalten hat. Ich bin mal gespannt, wie lange das jetzt geworden ist. Und ja, bis demnächst. Eure Marion. Ciao.